Wir sind in einem tollen, schönen arabischen Level und zwar bei Hang'em High. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Bandicoot 3 Warped. Das war schön vor der Uhr gestoppt, weil der Heini da noch schmetzelt, keine Ahnung. Schnetzelt wollte ich sagen. Oder metzelt, es ist dasselbe und deswegen ist Schmetzelt draus geworden. Toller Neologismus, aber leider fehl am Platz. So, denn hier geht es nicht um Neologismen, sondern es geht um Platin. Und das sollten wir auch hinbekommen. Wenn wir nicht allzu scheiße sind, das sind wir leider gerade, weil ich mega den Mist baue. Komm, hau ab! Hau einfach ab! Ich will dich nicht mehr sehen! Wirklich nicht. Ist einfach nur scheiße, Crash. Okay, was soll man dann über deine Schwester sagen? Klar, aber... Ich kann nicht mal außen rumspringen, aus unerfindlichen Gründen. Und jetzt habe ich irgendwie zwei Todessequenzen in einen Tod gehabt. Sehr interessant. Ja, doch, du bist einfach nur Kacke. Du bist einfach nur Kacke, bist du, wirklich. Davon kann bitte einer mal so eine Endlosschleife machen. Wie ich hier an diesem Laken verzweifle. Ich kann sie euch auch selber live machen, also... Ich verkacke ja so gern, also das kann man schon fast als Endlosschleife anerkennen. Wieso wusste ich, dass das passiert? Wieso wusste ich das? Meine Güte! Ja, komm, gib Gas, Crash. Hast keine Zeit. Hast doch keine Zeit. Komm, das rocken wir jetzt. Das ist kein Ding. Das ist echt kein Ding. Es nervt, wenn man anhalten muss, um den wegzudrücken, ne? Den sollte man auch auf jeden Fall wegrutschen, den Typen. Ist besser. Weil sonst ist er halt noch da, ne? Also, sonst ist er da mit seinem Krug auf dem Kopf und nervt uns noch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm, kann man vielleicht selber drauf kommen, dass das nicht gut ist. Man muss hier so seinen Stick rumreißen, ne? Deswegen mag ich die Passage nicht. Also nicht rumreißen, aber... Ich komme manchmal nicht so ganz drauf klar. Okay. Hau ab. Haut alle ab. Nein! Nein! Ja! Yes! Sauber! Wieder sehr viel Mist gebaut am Ende, aber Platin. Hey! Sehr schön. Gezockt und gewonnen. Perfekt. Rap. Fertig. So, Leute. Es fehlt gar nicht mehr viel. Es fehlt natürlich noch Hang'em High. Dessen bin ich mir bewusst. Hang'em High sag ich schon. High Time fehlt natürlich noch. Sonst fehlen jetzt nur noch Rings of Power. Edelstein und Relikt. Also Edelstein, besser gesagt. Und Toad Village. Und natürlich dann noch der Edelstein bei Tomb Time. Das ist auch klar. So, 98%. Dann würde ich sagen, geht's weiter bei Rings of Power. Ja. Das wäre jetzt so das letzte offizielle Level so. Also generell auch vom ganzen Spiel. Aber auch so, was wir jetzt noch mit Edelsteinen belegen müssen, außer halt Tomb Time, aber das haben wir extra offen gelassen. Ja. Es fehlt jedenfalls nicht mehr viel, das ist schön. Das ist wirklich schön. Und die 105% sollte man dann eben auch relativ schnell jetzt bald finden, kriegen, sonst was. Rings of Power könnte aber nochmal übel werden bei Platin, denke ich mir so. Also das wird bestimmt nicht so einfach, wie ich mir das vielleicht mal vorstelle. 58 Sekunden war hier meine Bestzeit. Was haben wir denn bei Rings of Power? Da muss ich mal gerade meine Liste umdrehen, denn das steht auf der Rückseite. Nein, 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 noch nicht loslegen, noch nicht loslegen. Noch nicht. Jetzt habe ich die Liste aus den Augen verloren. Wo ist denn jetzt meine Liste? Da, nee, doch, da ist meine Liste. So, das sind... Ich habe die Originalzeit jetzt wieder vergessen von mir gerade. Jedenfalls 53,76. 53,76. So, ich muss mich sowieso erstmal wieder drauf einschießen. Mit Quadrat beschleunigt man, genau. Wir konzentrieren uns erstmal auf Kisten, würde ich sagen. Problem, wir müssen ja auch Nitro-Kisten abschießen, aber das soll uns gerade erstmal egal sein. Wir können ja, glaube ich, zurückfliegen, oder? Oder nee, können wir nicht. Nein, 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 Moment. Scheiße, 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 scheiße. Doch, können wir, klar. Ja, doch, klar. Gut. Aber wir können nicht selber beschleunigen. Das ist das Problem. Hä? What? Hab ich irgendeinen Ring vergessen? Da, ach so, den. Gut, dann gut. Soll mir eigentlich egal sein. Mir gerade alles ein bisschen willkürlich. Da kommen wir eigentlich noch später hin, deswegen lasse ich den auch erstmal. Weil ich glaube, irgendwann ist auch Schluss. Man darf nicht zu viel verkacken, man muss jetzt auch wirklich mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. Aber wir können kein separates Gas geben, außer uns drehen. Ja, also hier, wenn wir den Edelstein holen, ist ja alles egal.
Ist alles egal. So. Überlegt und den anderen Edelstein, den erster werdenden Edelstein kann man natürlich wieder gleichzeitig holen. Beziehungsweise den Edelstein bekommt man, wenn man das Relikt gut hinkriegt und so. Oder wenn man halt das Relikt versucht, aber vielleicht nicht hinkriegt, dann kriegt man vielleicht wenigstens den Edelstein, wenn man gut ist. Sonst kann man das Relikt sowieso generell vergessen, so. Ist auch egal. Halt so wie in Area 51. Dieser Ring ist immer kacke. Auch in der Zeit-Challenge halt, weil man da dann immer sehr viel Zeit verliert, wenn man zum nächsten fliegt. Also ich glaube, das wird schon eine Herausforderung hier, Platin. Ich glaube, das glaubt man gar nicht so, aber ich habe da wirklich Respekt vor. Weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass das nicht übel, dass es nicht einfach wird. Sondern wirklich übel. Die letzte habe ich auch zerstört, ne? Nur um sicher zu gehen. Ich glaube schon. Müsste. Ja. Nein! Nein! Sag mal, wie dumm kann man eigentlich sein? Oh mein Gott. Der Typ hat 27 verfickte Platin-Relikte, kriegt es aber nicht hin, eine Scheißkiste zu treffen und einen Ring nicht zu treffen. Oh Mann. Das geht ja gar nicht. Alter, wie scheiße ist das denn? Also ich bin einfach nur richtig kacke. Aber okay, hey, es ist ein Fluglevel. Die konnte ich nie besonders gut. Und hab's auch deswegen nie besonders gemocht. Ey, das ist... Ist ja, glaube ich, so das Peinlichste, was mir im Replay passiert ist. Auch wenn mir da schon so ein paar Sachen passiert sind, die nicht sein mussten. So ganz normale Level-Fails, wenn ich Platin gerockt habe. Aber das übertrifft ja, glaube ich, alles. Das können auch keine 3 Stunden Platin-Challenge hier jetzt noch irgendwie ausbügeln oder so. Also das ist, selbst wenn wir jetzt hier 3 Stunden irgendwie am Platin hängen würden, das hier wäre trotzdem schlimmer. Dieser Fail. Oh mein Gott. Da habe ich einfach gar keine Lust mehr weiter zu kommentieren. Ich werde einfach nur im Erdboden versinken. Aber diesmal nicht wieder so ein Lapsus, das wäre fatal. Vielleicht wären sogar noch Erste. Ja, also ich will mich jetzt natürlich auf Kisten konzentrieren. Und wenn ich alle Kisten kriege, dann sorge ich dafür, dass ich alle bekomme. Ja. Ihr habt mich verwirrt. Ihr habt mir so Angst gemacht, dass ich schon wieder eine verpasst habe. Wir fliegen jetzt rückwärts durchs Ziel. Es zählt sogar. Schön. Hauptsache, wir haben den Edelstein jetzt schon mal. So, und jetzt wird's schlimm. Jetzt wird es nochmal richtig schlimm, glaube ich. Also ich habe echt Angst, dass wir das jetzt richtig verkacken und... Hm. Also ich hoffe, dass es mit dem Edelstein auch so, was wir jetzt so gemacht haben, dass es wirklich zählt mit Humtime, ne? Mit dem Edelstein. Dass er jetzt... Rings of Power Fail, hey! Geil, oder? Also ich würde sagen, wir speichern lieber mal schnell ab, weil das sieht cool aus. Das sieht cool aus, aber gleichzeitig beängstigend. Mal gucken, ob der jetzt wieder normal ist. Nee, hier ist auch spacig. Geil. Also nicht nur bei Area 51, sondern auch hier ist Fail. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Spielstand, aber ich weiß ja, wo meiner ist. Ist auf jeden Fall auch mal eine neue Idee, ne? Also, das hätte ich jetzt eher bei Area 51 erwartet, so werden wir das uns das jetzt mal so angucken, ne? Also, es ist schon ein bisschen gruselig. Als hätten jetzt irgendwie Aliens hier das Spiel kaputt gemacht. Aber das ist schon geil. Was passiert, wenn ich jetzt einen Bauchplatscher mache? Boah, totale Eskalation. Okay, cool. Wie sieht's mit den Levelportalen aus? Das ist ja lustig. Die Levelbilder, die sind auch normal. Aber alles... Oh, und auch der Tiny ist normal. Aber das Crash-Abbild ist nicht mehr normal. Und Crash hat keine Augen mehr. Das finde ich gerade echt interessant. Sonst will ich das Spiel natürlich schon neu starten, aber...
Ich werde jetzt erstmal kurz nach Rings of Power gehen und gucken, ob es dann immer noch dasselbe ist, ob es dann abstürzt oder was weiß ich, was jetzt passiert. Bin ich jetzt mal gespannt. Vielleicht ist das Level jetzt auch verpixelt. Oder ist es normal? Ich werde jetzt aber auch normal tippen. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Oder das Spiel stürzt ab. Das kann auch sein. Deswegen habe ich ja gespeichert. Okay. Ich traue mich ehrlich gesagt auch nicht, die PlayStation auszumachen. Nicht, dass dann irgendwas weg ist oder so. Weil es gerade am Laden ist, oder? Deswegen habe ich da echt schon ein bisschen Angst gerade, aber ich muss es jetzt leider resetten. Jo, dann checken wir mal, ob das jetzt ganz normal funktioniert oder was. Oder. Nee, also eigentlich klappt das dann immer, wenn man nicht einmal resettet. Ja, aber ich habe dann noch nie ein Level direkt ausgewählt, sondern bin dann immer direkt ins Hauptmenü gegangen. Naja. Können wir ein paar Nachrichten hier beantworten? Nee, ich schreibe hier gerade privat mit dem Blazer, weil wir ein bisschen Mario Kart 8 online zocken wollen und boah, suchen gerade noch einen Termin. Ich wollte das dann auch eigentlich so aufnehmen oder so. Am besten so, dass wir das beide aufnehmen oder so. Ja, da kommt bestimmt noch was. Bin ich mal gespannt. Ob wir dann auch so hinkriegen und so. Und wer gewinnen wird. Bin sehr gespannt. Das Spiel startet auf jeden Fall ganz normal und auch keine Grafik-Lags oder sonst was. Das kann man, glaube ich, erst wegdrücken, wenn die Typen aus der Box kommen, ne? Oder jetzt, glaube ich, schon. Nee? Erst wenn die rauskommen. Nee, das war bei Crash. Doch, das war hier. Okay. Ich habe nichts gesagt, bei beiden Spielen. Bei Crash Messing und hier. So, ich hoffe jetzt nur auch, dass der Spielstand noch da ist und alles wunderbar ist und vor allem nicht verbuggt oder so. Dass ich jetzt quasi die verbuggte Version gespeichert habe, aber nee. Nee. Das dürfte nicht passieren. Und wenn doch, dann verklage ich Naughty Dog. Auch jetzt noch. Auch wenn das Spiel schon Jahre alt ist. 17. So, 99%. Hey! Chillig. Jetzt bin ich mal gespannt. Und alles ist da. Herrlich. Schön. So muss das auch sein. So, dann geht's jetzt auf in Rings of Power erneut. Nach einem Power-Failure. Ja, super. Der war witzig, oder? Naja, auf jeden Fall geht's jetzt hier weiter mit der Zeit-Challenge und ich bin sehr gespannt, wie wir uns schlagen. Also dieser lila Wirbel hier, der ist in der NTSC-Version halt schneller. Als jetzt hier in der europäischen Ball-Kacke. Die halt Kacke ist. Ja, ich weiß doch, dass das nicht funktioniert, aber ich will halt immer noch das Beste rausholen. Wir holen das Beste aus ihrem Gerät, keine Ahnung. Was ist das nochmal für eine Werbung? Oder irgendwer holt irgendwas aus, das Beste aus irgendwas. Ich weiß nicht, welche Werbung das ist. Oder ist das hier Cortal Consus? Die Bank? Keine Ahnung. Es klappt doch, wenn man alles sich richtig anstellt. Nein! Du Huso! Was soll das? Das war so gut. Trezeguet. Das war echt gut. Am Anfang kann man, glaube ich, echt keine Zeit gut machen. Man muss halt nur richtig fliegen. Gewusst wie. Sehr gut, sehr gut. Das war knapp wegen der Nitro-Kiste. Hat aber alles gepasst. Hat alles gepasst. Das Timing ist auch super gerade bei mir so. Ich weiß leider nicht, was ich für Platin brauche. Hab ich schon wieder vergessen. Weiß nicht, irgendwie so 47 oder so. Habe ich im Kopf. Wir checken einfach mal die Zeit aus. Moment, ja, wir können gerade mal nachgucken. 53. 53, 76. 53, gut. Dann versuchen wir das mal. Habe ich jetzt zum ersten Mal keinen lilanen Turbo erwischt. Okay, also es ist hart. Es ist richtig hart, eine 53er hier rauszuholen. Weil was will ich jetzt noch besser machen? Da kann ich eigentlich nicht viel besser machen. Ich habe ein, zwei Mal kein lila Turbo gehabt, aber sonst immer. Und was soll ich sonst besser machen? Sonst kann man nichts besser machen, außer halt lila Turbo erwischen. Oder bin ich da blöd? Nee, eigentlich nicht. Deshalb, was soll ich noch groß besser machen? Dass mir jetzt noch irgendwie 2-3 Sekunden bringt. Das verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht.
Oh, das war kacke. Das war kacke. Da verstehe ich, dass ich das nicht schaffen kann dann. Aber sonst so. Hier verliere ich halt immer Zeit, das weiß ich. Das weiß ich. Aber da kann man auch nichts gegen machen. Oder doch, und ich weiß es nicht. Schöne Zeit verloren dadurch, ja klar. Da muss ich einfach nur drehen, was das Zeug hält. Wir können jetzt den Edelstein speichern, aber das lohnt sich nicht. Den kriegen wir immer, wenn wir hier die Zeit gut machen. Also wenn wir hier Platin holen wollen. Wenn wir dann das Platin nicht haben, haben wir auch auf jeden Fall den Edelstein. Deswegen speichere ich den Edelstein jetzt nicht. Also wenn ich jetzt Erster bin, das feiere ich jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht mein Ziel. So, gut. Auch immer schon innen fliegen. Beachte ich jetzt mal gerade. So, so, so. Hervorragend. So, wieder schön Zeit verloren hier. Wie immer halt. Gibt es irgendeine geheime Route? Kann natürlich sein. Von der niemand weiß. Außer ein YouTube-User, der es dann hochgeladen hat. Ich sterbe jetzt an einem Flugzeug, sonst konnte ich mich da irgendwie durchwurschteln. Ist schon klar. Sehr logisch. Aber wir waren schon sowieso schon fast wieder über der Zeit. Eine Sekunde noch. Also so viel kann man doch eigentlich gar nicht besser machen. Dass wir noch irgendwie eine Sekunde rausholen können. Wir haben jetzt auch jeden Turbo genutzt. Also jeden Ping haben wir wieder einen Turbo benutzt. Ja, den jetzt nicht. Super. Ja, das ist echt heftig. Das ist echt heftig, Leute. Glaubt man gar nicht, aber das ist heftig. Letzter Versuch in dem Part, sonst sehen wir uns im nächsten wieder. Wie gesagt, ich hab ja schon einen Zweifel gehabt, dass es einfach ist, aber da frage ich mich auch einfach wieder, wie soll das denn dann funktionieren? Also da fehlen mir einfach dann die Worte für, also wie ich das schaffen soll. Na gut, Leute, nächster Part. Bis dahin, tschüss.